Ein herzerfrischendes Moin Moin und willkommen zurück zu RimWorld. Ja, und wieder dabei sind Toni, Hoti, Bowie, Omi. Ja, Tonis Zimmer hatten wir beim letzten Mal soweit fertig bekommen. Muss hier noch, die Wände müssen noch geklettet werden. Das können wir mal direkt auch sagen. Befehle, Oberflächen kletten, dass das hier mal direkt gemacht wird. Ja. Damit das Zimmer ja auch dann dementsprechend richtig schön wird, ja. Also fast eindrucksvoll ist es jetzt schon, ja, mit den Kalksteinwänden. Hier ist unser Gefängnis, ja, da müssen wir auch noch uns drum kümmern. Kimi ist hier, Bio, ja, den kannst du Medizin, kann er, Sozial kann er, geistige Arbeit, ja. Er hat ein gewisses Rauschmittelinteresse, habgierig, ist Pyromane. Aber verweigert vor allen Dingen Dinge tragen, Gestein abbauen, Feuer löschen, also Sachen, die man eigentlich so brauchen könnte. Und wir haben ja schon gesagt, wir lassen den frei lassen. Das ist so definitiv im Moment erstmal keine Interaktion. Schwierigkeit der Anwerbung 37%. Ja, wir werden den erstmal hier sich regenerieren lassen, danach können wir den auch freilassen. Vielleicht hilft es uns, wo ist er denn? Die Ritter, Fraktionen. Die Ritter sind die Piraten. Ja. Dann liberale Liga. Okay. Wir müssen erstmal jetzt schauen. Es ist Frühling. Ja. Es muss angebaut werden. Erlaube Aussaat. So. Da muss erstmal angebaut werden. Fleißig, vor allen Dingen auch unter anderem mal Heilwurzel und so weiter. Das ist ganz wichtig, dass wir da endlich dementsprechend die Sachen mal wieder ans Land kriegen. Vor allen Dingen, dass wir da Medizin herstellen können. Forschung, was haben wir da? Drogenherstellung, danach kommt dann Medizinherstellung natürlich. Dass wir da die Sachen auch ans Land kriegen. So, Hoti ist gemütlich hier ein bisschen Hufeisen am Spielen. Ja. Da ist Partyplatz. Ja, das wird auch noch alles geändert. Also, hier kommen dann die Schlafzimmer hin. Ja. Werkräume werden wir dann so ein bisschen hier umgestalten. Dann kommt hier ein Werkraum hin. Ja. Den werden wir dann hier ein bisschen vergrößern, das Zimmer. Ja, würde ich mal sagen. Dann ist man direkt hier im Wohnzimmer, ja. Da kommt dann die Küche oder so, kommt dann vielleicht hier, ne, die Küche können wir hier lassen, werde ich aber nur einen Durchgang hier machen, ja. Dann kann man direkt in den Raum reingehen, von der Küche aus, braucht man nicht noch durchs Wohnzimmer. Ja, das ist eigentlich mal eine Idee, da müssen wir aber die Werkstatt erstmal und alles verschieben. So, hier sind komprimierte Bauteile, ja, die müssen noch abgebaut werden. Hoti legt sich jetzt auch pennen und damit können wir dann mal direkt auf den Speed-Modus schalten und schauen, wie lang wir kommen, wie weit wir kommen. So, erstmal auch die Arbeit, Feldarbeit. So, dann Hoti macht jetzt kein, ist für Jagen und ist erstmal Feldarbeit, ist mir wichtiger. So. Wurde inspiriert. Okay. Party, ja. War schon. Wenig Medizin, warme Kleidung benötigt. Wenig Nahrung. Ja, ich weiß, wir haben wenig Nahrung im Moment. Ja, weil wir auch im Moment fast nichts angebaut haben. So. Nee, Welt wollte ich nicht. Sondern Wildtiere. Da werden wir nämlich mal jetzt die Jagd eröffnen. Alpakas können wir mal jagen. Oh, schauen wir erstmal, wo hier die Waage unterwegs sind. So, da werde ich nämlich jetzt Bowie. So, ihr beide geht jetzt den Waag jagen. So. Wo ist denn der andere Waag? Machen wir nochmal auf Pause. Wildtiere. Der andere Waag ist wo?
Und da ist der eine. Wo ist der andere? Der ist hier. Okay, das ist relativ nah beieinander, aber ich will die Viecher weghaben, damit ich in Ruhe jagen kann. Und wir wissen ja, die Viecher sind nicht von schlechten Eltern. Bowie hat ihre Waffe dabei. Jo, Pistole. Wir haben im Moment auch nichts Besseres zur Auswahl. Revolver normal. Pistole gut. Ja, das Repetiergewehr ist auch gut. Passt dann eigentlich. So, dann wollen wir nämlich diesen miesen Wag hier jagen. So, fangen wir erstmal mit dem hier an. Puma jagt Hurti. Zum Ort springen. Ja, dann seid ihr ja zum Glück schon direkt beide unterwegs. Ja. Angriff. Ups. Bowie. So. Ist der Puma schon verletzt? Machen wir jetzt den Puma platt, wenn er gut ist. So. Rechtes Auge herausgeschossen. Ja. Vergiss es, Junge. Dich machen wir jetzt erstmal als erstes platt. Nicht den Puma retten. Ich will nicht, dass ihr den Puma rettet. Puma beschießen. So. So, wer hat denn von euch beiden Hunger? So. Ja, das macht den Puma einfach platt und gut ist. Das wird ja wohl jetzt machbar sein. Der hat schon Prellungen und sonst was. So. Jetzt haben wir Toni. Erlauben. Soll den Puma tragen. Wenn die beiden sich jetzt um diesen komischen Wag kümmern. Na, wo ist der? Wildtiere Wag. Der ist da, einer. So. Jo. Wo ist der andere? Wildtiere Wag. Da ist noch einer. Kümmert ihr euch um den Wag, der hier rumläuft. So. Wollen wir mal schauen, ob das jetzt funktioniert. Ich hoffe es mal. Ich hoffe echt, dass das jetzt klappt. Okay. So. So, der ist schon mal gut getroffen. Keine unmittelbare Gefahr. So. Ihr sollt den angreifen, so. So, der ist jetzt tot in 14 Stunden. Ja, der ist schon gleich, der ist schon angeschlagen, das ist auch schon mal erledigt. Ja. Da ist jetzt auch so ein komisches Boomer-Loop im Weg. Das jagt ihr jetzt auch noch weg.
macht er jetzt auch noch platt. Er hat's Bums gemacht und weg ist es. Ja. Erlauben. So. Verletzt. Ja, ich weiß, der will sich rächen. So, du tötest den. Wie sieht's hier aus? Erlauben. Wag rächt sich. Der kann sich nicht mehr rächen. So. Ja, sag mal, bin ich jetzt im falschen Film oder was? Arbeit, jagen. So. Pause. So, der ist erlaubt. Dupp. Tragen von Waag. So, dann haben wir das. Der brennt noch, der Boomer. Was ist hier? Gekühlt. Verdirbt in 3 Tagen, verrottet, weil nicht überdacht. Fehlende Körperteile, ja, vorderrechter Huf und so weiter abgerissen. Können wir den nicht tragen oder was? So. Dann gehen wir mal hier hin. Der ist eh schon gut angeschlagen. Den werden wir jetzt den Rest geben, wie man so schön sagt. Und dann ist das auch erledigt. So. Die Boomratte ist es hier. Die verbrennt sich komplett selber. Gibt es nicht mehr. So, du gehst hier oben lang. Waag beschießen. So. Ich weiß, Hurti hat Hunger. So, du machst jetzt den Waag. Tod in 8 Stunden. Ja. Und dann haben wir nämlich hier die ganzen... Diese miesen Viecher nehme ich auch weg. Dann haben wir nämlich keine Viecher mehr, die uns wirklich großartig gefährlich werden können. Jetzt schießen doch ab. Tod in 5 Stunden. Der ist schon fast, der ist schon platt fast. So. So, du machst den töten, Feierabend, Ende aus. Dann ist das nämlich erledigt. Der Waag kann sich nicht mehr retten. Der ist schon so gut wie tot. So, erlauben. Was denn? Okay. Dann müssen wir jetzt auch Kampfmodus. Ratte beschießen. Vergiss es, Ratte. So. Gut, die ist auch mal erlaubt. Ich weiß, Hurti hat Hunger bis zum geht nicht mehr. Ja, komm, also. Danach kannst du noch die Ratte tragen. Was macht Omi? Trägt das Alpaka? Okay. Ja, also, hier wird schon fleißig. Auf jeden Fall kann jetzt Essen wieder hergestellt werden.
Wie sieht's hier aus? Ja, der ist bald wieder fit. Ja, Bowie, was machst du? Ist eine einfache Mahlzeit. Ja, wenig Medizin, das haben wir. Ich weiß. So, das haben wir. Dann kann aber Bowie kann das Ding holen. Wo haben wir's? Haben wir die gerade? So. Kann das erstmal in Ruhe der glätten noch und dann kannst du die Ratte holen. Die gibt's nämlich auch auf dem Grill, das ist mir egal. Es wird ja alles gefuttert, was irgendwie essbar ist. Und dann muss ich hier um das angebaut werden. Ja. So. Roti wird jetzt erstmal in Ruhe was essen. Ja, und dann ist das unterernährt wieder weg. Unansehnliche Umgebung. Ja, so unansehnlich ist sie doch gar nicht. Durchnässt, leichte Schmerzen, kühl, ja, du bist ein Kühlraum. Da wartest du. Was macht Toni? Spielt Hufeisen werfen. Die spielen jetzt zusammen erstmal ein bisschen Hufeisen werfen. Jo, der Wag, der ist platt wie eine Briefmarke. Den kannst du jetzt unter der Tür durchschieben. Der ist nichts mehr. Der wird uns nichts mehr tun können. Ja. Omi trägt hier das Alpaka weg zum Schlachten. Ja. Längste Anreise für was zum Schlachten hat sie jetzt gerade. So, Bedürfnisse. In Dunkelheit. Ich war jetzt schon seit einiger Zeit im Dunkeln. Das mag ich nicht. Durchnässt. Hungrig. Ja, du kannst ja danach... Packer muss ja auch vom Arsch der Welt holen, ne? Also echt mal. Madame. Und dann meckern hier. So. Sonst geht es den allen ganz gut, ne? Neutral. Inventar. Sozial. Entführt. Ja, Eiko ist entführt. Ja, das ist nun mal so. Ich konnte das leider auch nicht verhindern. Das habt ihr ja mitbekommen. Ich war froh, dass ich wenigstens irgendwie noch Sinn bekommen habe. In dem Moment. Ja, das ist halt, wenn mal solche Sachen passieren. Ne? So. Hier ist Kamelhaut. Ja, vom Alpaka. So, Umi hat jetzt was gegessen. Wird jetzt sich auch gleich ins Bett legen. Spike ist unser braver Hund. Ja, der transportiert ja alles. Ja. Und morgen wird sich jemand da um was anderes gekümmert, ne, Leute? Was macht Bowie? Die meditiert. Toni geht ins Bett. Ja. Fehlt nur noch der Kalksteinblumentopf. Dann ist das Ding auch fertig. Ja. Strom haben wir im Moment genug. Haben wir mal ausnahmsweise sind die Batterien zu. Ja, zwei Batterien halb voll, eine ein Drittel voll. Das dürfte erstmal wieder reichen. Ja, da haben wir auch schon mal wenigstens etwas. Ja, Rohstoffe, Stoff. Ja, Stoff haben wir im Moment nicht. Kann man das Ding eigentlich nicht aus was anderem herstellen? Ja, dann kriegt er da halt ein Kamelhaut-Ding. Ja. So. Dann kann man das nämlich abbrechen. Kriegt er halt ein Bett aus Kamelhaut. Ist auch mal was. Wie viel Kamelhaut haben wir? 79, das passt. Ja. Dann kann das nämlich morgen gemacht werden. Und wir machen mal aus Speed. Ja, weil alle sind am Schlafen. Alles pennt. Tief und fest. Auch Toni in ihrem neuen Schlafzimmer. Ja. So. Du hast dich vollkommen erholt. Nackt.
Jo, kann ich auch nichts für. Inventar, Stoffhemd. Ja, du wirst freigelassen. Wir lassen dich frei. Ja. Wird dich dann schon einer machen. Ja, ist gut. Wer hat denn jetzt noch immer noch das Problem? So. Und tschüss. Du wirst entsorgt. Ab. Kannst gehen. Viel Spaß noch. Schönes Leben noch. Ja. Mal schauen, ob es uns irgendwas geholfen hat. Dass der jetzt nach Hause gegangen ist. Lambert, warum baust du denn hier ab? Befehle. Abbrechen, dann machen wir das hier mal weg. So. Weil. Kümmere dich lieber hier um intern. Im Haus. In-house. Ja. So. Das haben wir schon mal. Ein exzellentes Bett hat sie da gebaut, unsere Bowie. Ja. Die ist ja in Sachen Konstruktion eine absolute Meisterin. Ja, bekannter Meister. Toni, was ist mit dir? Ja, macht einfache Mahlzeiten. Ja, geht's gut. Die Stimmung ist super. Ja. Ausgelassen. Hurti wird jetzt hier weiterarbeiten. Ja, Objekte wegtragen. Machen wir auch mal drauf. Dann ist das schon mal was. Ja, Bowie macht das Schlafzimmer von dem Bowie und Hurti Schlafraum fertig. Ja. Ja, haben wir doch was, ne? Ja, also wir werden auf jeden Fall jetzt keine eigenen Wände mehr machen. Das werden wir jetzt einfach so machen, ne? So. Befehle abbauen. Damit hier auch abgebaut. So. Ja. Dann kann hier abgebaut werden. Dann baue hier ab, Kollege. Da bist du besser aufgehoben. Wird nämlich das zweite Zimmer langsamer fertig. Körper, was hat er denn immer noch? Inspiration, okay. Ja. Kopie bauen. Ja. Machen wir erstmal so. Dann wollen wir auch mal Stromkabel legen. Machen wir das. Strom. Stromkabel. So. Da haben wir nämlich auch wieder ein paar Stromkabel gelegt. Kommen wir nämlich voran. Das Gute ist, dass wir hier in diesen geglätteten Dingern da Stromkabel machen können. So. Da ist schon wieder ein Stückchen weg. Wo willst du jetzt wieder hin? Ist eine einfache Mahlzeit, okay? So, das wird das Krankenbett. Ja. Das wird das Krankenzimmer. Da muss noch die Tür rein. Architekt. Strukturen. Was ist das denn hier? Kalkstein. Granit. Granit kommt dann hier in der Granitwand hin. Wenn wir keinen Kalkstein bauen können. So. Was ist hier? Da ist. Ja, die Priorität hat sie doch eigentlich, unsere Toni. Ne? Beschränkung, Arbeit. Kann ich wachsen? Jahresbedingt ungünstige Temperaturen. 6. April erst. Jo. Also morgen können wir anfangen zu bauen. Was macht Bowie jetzt? Ja, sie macht erstmal hier ein paar schöne Lampen hin. So, damit wir ein bisschen Beleuchtung haben hier im Dunkeln, in der dunklen Bude. Ja. Bowie, jo. Macht weiter, ne? Wo ist Horti eigentlich? Was macht er da? Ah,
Ich muss echt mal gucken, dass ich hier Befehle abbrechen, den da. So. Ja. Dun, dun. So, habe ich sonst noch irgendwo ein Befehl hingeknallt, wo ich es nicht wusste. So. Ja, du kannst hier abbauen. Da sind, das Krankenzimmer muss noch gemacht werden. Ja, Toni ist jetzt wieder mal am Putzen. Und kocht jetzt wieder eine einfache Mahlzeit. So langsam kriegen wir das ja alles im Griff. Ja, hier ist immer noch leicht verschmutzt. Hier ist verschmutzt. Ja, wir kommen aber langsam voran. Ja. So, hier ist 21 Grad. Hier sind 20 Grad. Aber auch weil der Herd da die ganze Zeit am Laufen ist. Was macht Bowie jetzt? Ach du liebes bisschen. Für Stahl läufst du so weit. Ja, wir haben komprimierten Stahl. Müssen wir doch irgendwo auch haben, oder? Ja, komprimierter Stahl. Ach ja. Jetzt geht der Stahl aus. Ich merke das schon wieder. Haben wir da mal irgendwelche Sachen, die jetzt einfach fehlen? Granitblöcke. Ja. Toni. So, Nahrung haben wir wieder. 22 Mahlzeiten. Bumi ist fürs Kochen zuständig. Toni, du bist für Handwerk doch zuständig. Ja. Mhm. Ja, also wirklich, da muss man mal. Und wenn es dann soweit ist, morgen, dann ist es auch da weit. Aber die Folge ist zu Ende und ich habe wieder mal nicht auf die Uhr geguckt und ihr habt eine XXL-Montagsfolge bekommen. Ich sag bis demnächst, euer Hannibal. Ciao.